Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Ich wollte mal wieder ein paar Archäologie-Sachen aufmachen, um Zinnrock zu bekommen und diesmal sind wir nicht auf dem Paladin, sondern auf dem Priester, denn ich will so eine kleine Theorie testen, die an mich herangetragen worden ist. Und zwar geht es darum, dass man bei den Trollen insgesamt 3 seltene Items hat. Ne, das ist einmal eine Trommel, so ein Toy müsste das sein, dann ein Pet und dann halt Zinnrock. Und die ersten 2 kommen relativ zügig und das dritte, das dauert halt ewig. Und im Normalfall ist das dritte immer Zinnrock. Jetzt gibt es halt so ein bisschen die Theorie, dass man mit verschiedenen Chars so lange craftet, bis man die ersten beiden hat. Und wenn man Luck hat, ist halt eins von den ersten beiden anscheinend Zinnrock. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wir werden jetzt einfach ein bisschen testen. Ich habe jetzt hier den Priester geschnappt, der hatte nämlich schon Archäologie. Und auch schon ein paar Kisten. Da habe ich jetzt die 100 voll gefarmt. Und ja, ich würde sagen, die nehmen wir einfach. Und kaufen uns wieder ein paar Trollrelikte. Und machen die auf und hoffen mal, dass da was geht. Übrigens, hier wird so eine Addon runtergeschmissen. Das hat mich ein bisschen genervt, ehrlich gesagt. Und ja, Trolle habe ich hier noch gar nichts gemacht. Der ist quasi jungfräulich, der Char hier. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Jetzt sind wir hier einmal in Boralos. Und da gibt es ein bisschen mehr Relikte zu kaufen. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich nicht die falschen kaufe. Hier unten. Kiste mit trollischen Artefakten. Genau. Trollisch. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Haben wir das Inventar frei? Ich habe nicht ganz 100 Slots. Warte mal, ich muss erstmal ein bisschen was aufräumen hier. Sonst können wir keine 100 Kisten kaufen. Ihr seht hier, beim Farmen habe ich schon ein paar andere Items gekriegt. Okay, 97 habe ich jetzt. Kommt das? Obwohl, nee, das tun wir vielleicht nicht weg, oder? Ist das was wert? 800 Gold. Die kann man nicht verkaufen, die Sachen. Komm, hier unten haben wir noch irgendeinen Rotz. Die Kiste kann auch weg. 102 Slots. Okay, jetzt sieht es doch gut aus. Okay, also jetzt Trollrelikte. 100 Stück. Oh. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, was ich hier machen bin, im ersten Teil von dieser kleinen Videoserie habe ich schon mal das ein bisschen genauer erklärt, ne? Wie das Ganze mit Archäologie funktioniert, beziehungsweise was ich am Farmen bin. Und ja, da am besten reingucken, da zeige ich das ein bisschen genauer. Wir werden jetzt einmal die Kisten quasi erstmal abwarten, bis die Inventar sind. Das zieht sich immer ein bisschen mit TSM. Und dann gucken wir mal, wie viele Relikte wir rauskriegen und mit denen können, oder Fragmente, ne, und mit denen können wir dann wiederum ein paar Troll-Artefakte zusammenbasteln. Und ich hoffe, dass halt einfach bei den 2 ersten Rares Zinnrock dabei ist. Ich bin skeptisch, ich habe nämlich einige Charaktere durchgelockt, mit denen ich anscheinend vor teilweise 10 Jahren Archäologie mal gemacht hatte. Ne, das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Und alle, die Trolle hatten, haben sowohl die Trommel als auch das Pad, also da hat keiner das Schwert gekriegt, also ich stehe der Theorie sehr, sehr skeptisch gegenüber, aber ich dachte mir, komm, wir geben ihr mal eine Chance und wir testen es einfach mal ein bisschen. So, jetzt muss ich mal gucken, ich habe natürlich jetzt mein Makro nicht hier mit dem Char, aber wir machen uns einfach Neues, also wir machen jetzt einfach hier Use und dann packen wir die Kiste hier rein und dann können wir die nämlich mit einem Tastendruck einmal öffnen, diese Kisten. Das machen wir jetzt mal. Packen wir die mal alle aus. Zusätzlich machen wir einmal hier, halt stopp, jetzt machen wir hier mal schnell kurz Schluss, das Ding auf, dass wir nicht overcappen, ne? Es ist nämlich, Moment, ich müsste die einen Teile ja rübergeben, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Ich brauche ja die Tafeln. So weit haben wir jetzt gar nicht gedacht. Aber das ist jetzt nicht wild. Ich kann die ja theoretisch, ich kann mit meinem Parler kurz herkommen und dann ein paar Tafeln rüberhandeln. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Okay, 190, eine können wir noch aufmachen. 199. Wenn ich jetzt noch eine Kiste öffnen würde, dann würde ich sehr wahrscheinlich overcappen. Ne? Es kommen immer zwischen 5 und 10 Dinger raus. Und dann würde ich ein Fragment bekommen und alles drüber wäre dann quasi für die Katz. Gut. Jetzt machen wir es folgendermaßen. Ich habe jetzt hier meinen Paladin, mit dem ich ja sonst Archäologie betreibe, auf dem zweiten Account. Oder der ist sogar auf dem dritten oder vierten, keine Ahnung, auf welchem jetzt genau, ist ja wurscht. Und mit dem traden wir jetzt kurz mal die Teile rüber. Ne? Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass ich ja die Trolltafeln brauche. Das sind nämlich immer so ja, Zusatzsteinchen, die man einsetzen kann. Und dann spart man sich einfach ein paar Fragmente. Und mit dem hatte ich mir ursprünglich mal einige gekauft gehabt, um, ja, halt Maximum aus meinen Fragmenten rauszuholen.
So, okay, den laden wir jetzt mal kurz ein. Da haben wir den Kollegen. Und ja, ich denke mal, 20 müssten oder 40 müssten reichen, ne? Gut. So, wo haben wir's? Da. So, Leute, jetzt drückt mir mal die Daumen. Also, da war schon mal nichts drin. Mal gucken, was raus. Ich wette mit euch, es kommt die Trommel raus und danach das Pad. Da bin ich mir. Also, so war es eigentlich jetzt, was ich geguckt habe bei den meisten anderen Chars. Und ja. Oder wir kriegen einfach gar nichts. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Here we go, da ist die Trommel. Gecallt habe ich's. Ich hätte lieber Unrecht gehabt, ich sag's euch, wie es ist. Aber vielleicht kriegen wir ja nach der Trommel nicht das Pet, sondern Zinrock. Wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, aber man darf ja noch träumen dürfen. Ich glaube aber, so langsam die Theorie ist Bullshit. Wir werden es aber mit 1-2 Chars testen und wenn es nicht kommt, dann werde ich halt den Dings hier weiter grinden. Den Paladin. Den hier, den Tinrock. Das hat jetzt auch so viel länger gedauert, 100 Kisten zusammen zu farmen, weil ich hatte auch nicht diese Ruffraktion aus MOP, ne, wo ich dieses Sonar-Item krieg für die Mantis-Dinger. Und da musste ich alles Mögliche farmen. Dann hatte ich auch noch die Problematik, dass ich in... Wir können es mal kurz aufmachen. Dass ich hier in MOP, seht ihr hier unten, sowohl Pandan als auch Mogo als auch Mantis immer bei 180 Fragmenten, also da hatte ich jedes Mal ein rares Teil und das bringt ja nicht meine Kiste, dann ballerst da fast 200 Fragmente rein, um halt gar nichts zu kriegen, ne? Deswegen habe ich dann den WOD weitergefarmt und das zieht sich schon deutlich länger, also da habe ich wahrscheinlich dreimal so lange gebraucht, wie jetzt hier mit dem Paladin, ne? Der ja auch noch Zwerg ist, wo das alles noch schneller geht, wo du schon mehr Fragmente kriegst, wo ich dieses Sonar-Item habe, also das sind schon viele Faktoren, wo man echt sagen muss, Das hat das deutlich beschleunigt. Also mit dem habe ich schon ein gutes Stück länger rumgefarmt, obwohl ich schon einige auch schon rumliegen hatte, ne? Also anscheinend hatte ich davon früher auch noch einige Fragmente rumflacken. Tja. So viel dazu. Also ich meine, bei dem Pala hatte ich nach dem ersten, nach den ersten 100... Kisten, die ich aufgemacht habe, beides. Und ich habe auch ein paar Chars durchgelockt. Zum Teil hatte ich Charaktere, die haben jedes Item nur einmal gecraftet, jedes Troll-Item nur einmal gecraftet und beide rare Items gekriegt. Und jetzt habe ich ja hier schon teilweise zwei, drei, ne? Oh, weia. Ja, klar. Na klar, da haben wir sie, die Voodoo-Statuette, das ist das Pet. Ja, schöne Scheiße. Also, so wie es beim anderen Char auch war, ne? Weiß jetzt nicht. Das tut jetzt die Theorie nicht hundertprozentig widerlegen, aber die Effizienz lässt sehr in Frage stellen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt dann auch das nur mit 1-2 anderen Chars teste. Vielleicht frage ich nochmal ein bisschen im Discord rum, ob da jemand schon Erfahrungswerte hat. Aber ich glaube, es ist fast sinniger, einfach mit dem Pala durchzuziehen. Weil jetzt habe ich hier auch wieder in derselben Reihenfolge, wie es bei den anderen Chars war, das Ding gekriegt. Naja, gut, für die Wissenschaft haben wir es getestet. Wir sind jetzt wieder mit den 100 Relikten durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.